Mi nombre es Diana Isabel Castelblanco, y vengo de Colombia. I'm Francisco, I'm from Mozambique. Me llamo Antonio Flores Curro y vengo de México. I'm Lionel Didzi and I'm from Mozambique. Tanlaka Sandrine Fanyoy from Cameroon. Startfrei für den Süd-Nord-Austausch. Der entwicklungspolitische Freiwilligendienst weltwärts geht neue Wege. Ab sofort sammeln junge Menschen aus Asien, Afrika und Lateinamerika praktische Erfahrungen in Deutschland. Die ersten von ihnen wurden in Berlin von Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, empfangen. Sein Versprechen an die neuen Weltwärtsfreiwilligen? Sie werden ein Leben lang davon zehren und diese Erfahrung wird Sie im Kopf und im Herzen verändern. Bislang funktionierte weltwärts nur in eine Richtung. Freiwillige junge Menschen aus Deutschland engagierten sich in Entwicklungs- und Schwellenländern und sammelten dort Erfahrungen in anderen Kulturkreisen. Jetzt können auch Freiwillige aus den Partnerländern in Deutschland Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel in Umweltprojekten, bei sozialen Initiativen oder in der Bildungsarbeit. I work in the Catholic kindergarten in Eschhofen in Limburg. Pues estoy trabajando en un proyecto acá en Berlín y trabajo con personas con discapacidades tanto mentales como físicas. I'm working in Reutlingen in the school. Trabajo en Frankfurt. La asociación es con IKEA, hacemos work camps para generar la conciencia de los jóvenes sobre el trabajo voluntario, sobre la paz y de diversas formas ayudar a la comunidad. I'm working with the Pathfinder in Mecklenburg-Vorpommern. I'm helping organizations in Lovis, painting, repainting the ship, and also in Nabu, in project about the natural conservation. Im ersten Jahr werden 150 junge Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika in Deutschland von 36 Organisationen aufgenommen, die bisher selbst Freiwillige entsandten oder aus ehemaligen Weltwärtsfreiwilligen bestehen. Der Wunsch nach einem gleichberechtigten Austausch zwischen den Ländern ging auch von den Organisationen aus. Unser eigentliches Geschäft ist, dass wir Gruppen haben, die ganz viel durch die Gegend reisen. Und ganz oft werden wir eingeladen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, von diesen Einladungen ein wenig was zurückzugeben, ein wenig von uns zu zeigen, aber auch gleichzeitig ganz viel über Mosambik zu lernen. Bei der Auftaktveranstaltung in Berlin erklärte auch der Botschafter von Mosambik, Amadeo Paulo Samuel de Conceição, wie wichtig ein gleichberechtigter Austausch ist. Face-to-face contact with local communities are a factor contributing to the deepening of the knowledge about culture and the reality of the countries and their people in which the young volunteers are providing their humanitarian services. Those factors help young people to see life differently, strengthening their intercultural competence. In den nächsten Wochen werden sich die neuen Freiwilligen erstmal an Deutschland gewöhnen. Salí de México, teníamos 26 grados de temperatura, que es un invierno regular. Y cuando llegué a Alemania teníamos menos 10 grados, es una diferencia de 36. The first thing that I saw here was everything that is just automatic. Everything is just happening. You're approaching a door, it's opening. So, pues uno tiende a pensar que de pronto las personas aquí en Alemania tienden a ser muy frías, pero pues uno pues cuando las empieza a conocer, pues son muy queridas. I'm sure, I hope that I have a lot of things to take, and the system of education that I've seen here is so nice because the teacher or the school or the minister of education see in kids the future of this country. It's a very nice program for me because it gives an opportunity for young people to learn different things, to learn different cultures, and with the mixing of cultures they learn more different things that they can take back to their own countries or bring to that country where they are doing the voluntary service that will help in the development of our countries.